Wir sind in Braunschweig heute. Steineland, Harz und Heide, Bitbricks Lego-Ausstellung. Wir haben gedacht, wir machen hier ein Review. Das ist nicht live, denn die Wertung darf erst am 1. Februar online gehen. Aber die Leute hören hier alle nicht hin. Insofern können wir das Ganze kurz vorstellen. Das hier also ist das neue Buddelschiff Lego Ideas. Der Karton steht neben mir. Und es ist ein wirklich spannender Zusammenbau. Interessanterweise ist das Schiff wirklich ein richtig tolles Ereignis. Also da werden die Steine gedreht noch und nöcher. Das gefällt mir richtig gut und macht richtig Freude. Danach wird die Flasche als solches gebaut. Die sieht, finde ich, sehr schnittig aus. Das passt auch. Aber hier ist schon ordentlich Spannung dahinter. Also ich habe einmal versucht, die Flasche hinten zu öffnen. Da ist mir alles um die Ohren geflogen. Da wirklich versuchen, eben hier vorne die Elemente abzunehmen. Und dann passt das Schiff rein. Ich hatte auch schon mal die Barracuda drin. Also man kann das Schiff einfach wechseln, das ist auf einigen Noppen befestigt und dann entsprechend wird das Schiff abgenommen. Die ganzen Rundelemente werden reingeschüttet. Das sind drei Tüten, gefüllt mit 284 Rundsteinen und die stellen dann das Wasser dar. Das ist übrigens bei dem Fanentwurf auch so vorgegeben, während die Flasche deutlich kleiner ausfällt und das Schiff demnach auch. Das war aber natürlich so gewollt, denn ansonsten wäre das Set wahrscheinlich zu teuer gewesen und da wäre auch zu viel Druck drauf gewesen. Sehr schön gelöst ist, wie ich finde, auch hier diese Geschichte. Also da wird das Schiff dann draufgestellt und wir haben da unten noch einen Kompass, wo wir entsprechend auch sagen können, wir sind gerade dort oder dort, beziehungsweise diese Himmelsrichtung schauen wir. Dann gibt es diesen Globus und der ist gleich zweimal verbaut. Auch das ist, finde ich, richtig schön gelöst. Und wir haben hier noch einen Print und der Kompass übrigens, das ist auch ein bedrucktes Element. Und dann lässt sich halt die Flasche ganz einfach so hier wieder draufstellen. Der Flaschenhals ist auch noch richtig, richtig pfiffig gelöst. Auch dort noch eine bedruckte Rundfliese. Mein Votum, ich finde das Set wirklich interessant. Es macht Spaß. Es ist nicht der Riesenüberflieger, wie die Rakete letztes Jahr oder das Fischerhaus. Aber es ist ein Buddelschiff. Das Schiff als solches mag etwas klobig anwirken, aber so passt es eben auch direkt in diese schmale Flasche rein. Die Flasche sieht aus, wie eine Flasche auszusehen hat. Unbestritten. Und das ist meine Meinung. Jetzt können wir mal ein bisschen rumgucken. Vielleicht haben einige Besucher Lust, was zu sagen. Zum Beispiel dieser junge Herr da neben dir. Meine Frage. Dieses neue Lego Ideas Set, das ja am 1. Februar erscheint und auch dann geht das Video erst online. Wirst du es dir kaufen? Was sagst du dazu? Auf jeden Fall, hundertprozentig. Ich finde es eine super schöne Idee. Ich fand schon das Projekt, als es auf Ideas Online war, wirklich toll. Habe damals schon gedacht, gut, wenn es realisiert wird, dann ist es ein Must-Have. Und gerade mit den beprinteten Teilen, mit dem Sockel der Flasche, wie das gelöst ist, mit der Kompassrose unten drin, grandios. Ein Highlight. Für mich auf jeden Fall ein Highlight dieses Jahr. Was gefällt dir da am besten? Also wenn du so auf das Schiff guckst, was würdest du sagen, das ist richtig klasse gelöst? Wenn ich auf das Schiff gucke, finde ich die Segelkonstruktion extrem interessant. Im Gegensatz zu der kleinen Barracuda, die ja in dem Special Set dabei ist, sind sie ja nicht aus Bricks, sondern wirklich aus den Flaggen gebaut. Und das finde ich ist sehr, sehr schön. Man kann dadurch eine sehr schöne Formgebung in den Segeln erkennen. Vielen Dank für das erste Feedback. Das war ein kleiner Blick hier, ein Review aus Braunschweig des neuen Lego Ideas Sets. Und das Ganze darfst du gerne einmal drehen. Das Ganze ist ab 1. Februar, also heute, dann erhältlich. Das ist die Box, 69,99 €. Bilder wie immer auf zusammengebaut.com. Und ich wünsche einen schönen Abend. Gruß aus Braunschweig.